Warum viel Reden deine Führung nicht besser macht. In diesem Video lernst du eine clevere und smarte Methode kennen, wie du Leute dazu bringst, auf dich zu hören und dir zu folgen. Naja, bestimmt meinst du es gut, wenn du viel mit deinen Leuten redest oder sagen wir mal besser viel auf sie einredest. Das ist das, was ja am häufigsten passiert. Allerdings ist es an der Stelle so, dass du eher versuchst, die Fehler zu vermeiden oder vielleicht auch die Leistung nach oben zu bringen auf diesem Wege. Das ist verständlich, das ist dein Job als Chef. Und als Chef bist du auch verantwortlich und musst natürlich eingreifen, wenn Gefahr am Horizont droht, um letztlich das Schlimmste zu verhindern. Und die meisten Chefs machen das so, dass sie mit ihren Mitarbeitern reden, viel reden und auf sie einreden. Warum funktioniert es aber nicht, dass viel Reden Mitarbeiter dazu bringt, zum Beispiel motivierter zu sein, weniger Fehler zu machen oder mehr Leistung zu bringen? Das ist ein bisschen wie beim Verkaufen. Verkäufer quatschen ihre Kunden gerne zu. Zutexten nennt man das oder auch Verkäufersprachdurchfall. Und das führt dazu, dass die Leute auf Durchzug schalten und du die Kunden letzten Endes verlierst. In der Führung ist das genauso. Also wer als Chef zu viel redet, der nervt seine Mitarbeiter auch deswegen, weil das Reden meistens kritisieren bedeutet oder auf sie einwirken wollen bedeutet. Das wollen Mitarbeiter nicht so gerne. Und Mitarbeiter lernen schnell, die wissen mit der Zeit schon sehr genau, ja, wenn meine Führungskraft, wenn mein Chef zu mir kommt, dann hat er in der Regel was zu kritisieren. Also schon mal, hab Achtstellung und nicht wirklich eine positive Haltung zu dir. Deswegen funktioniert das mit dem vielen Reden nicht wirklich gut. Wie kannst du jetzt dafür sorgen, dass das anders wird? Also, dass du mit deinen Leuten redest und sie unterstützt und sie tatsächlich auf dich hören und Veränderungen herbeiführen. Ja, das kannst und sollst du natürlich auch tun. Du musst auch nicht weniger mit ihnen reden. Im Gegenteil, sprich durchaus mehr mit ihnen, sprich aber anders mit ihnen. Im Prinzip ist es ganz einfach, denn Menschen insgesamt wollen sehr gerne gehört werden. Sie möchten Respekt bekommen und sie möchten teilhaben an den Dingen, die sie zu tun haben. Und sie wollen, dass man sich für sie interessiert und freuen sich, wenn sie zu Wort kommen und Beiträge liefern können, wenn das positiv ankommt. Und genau das erreichst du, wenn du vom Zutexter zum Interviewer wirst. Du stellst einfach grundsätzlich Fragen und sorgst dafür, über diese Fragen, es müssen halt die richtigen sein, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lösungen selbst finden, Fehler selbst ausmerzen und Leistungsbereitschaft gerne und motiviert von sich aus entwickeln. All das funktioniert, wenn du dich eher auf Fragen verlegst, statt auf Zutexten. Was ist jetzt die wirkungsvollste Methode, die dazu führt, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Aufmerksamkeit in deine Richtung bringen? Mit einer Fragetechnik, die auch die Medienprofis verwenden, öffnest du zuallererst mal deine Mitarbeiter und sorgst dafür, dass sie Aufmerksamkeit haben. Und diese professionelle Fragestruktur bringt deine Leute dazu, sich auch gerne mit dir zu unterhalten, auseinanderzusetzen und gemeinsam Dinge zu lösen. Mit inspirierenden Fragen führst du jedes Gespräch und bringst deine Mitarbeiter dazu, Lösungen selbst finden zu wollen, Fehler selbst zu erkennen und zu vermeiden und vor allen Dingen auch dauerhaft offen mit dir zu sprechen. Genau das bewirkt die Interviewstrategie der Medienprofis, wie sie auch in Fernsehen und Radio verwendet wird. Wir haben sie für Unternehmer und für Führungskräfte übersetzt, sozusagen ins Business, sodass die Mitarbeiter motivierter sind, mehr Leistung bringen wollen und sich gerne mit dir auseinandersetzen und die Kommunikation viel positiver abläuft. In der Weiterbildung Manipulatorik schulen wir diese Interviewstrategie und so etwa 10 weitere clevere, kluge Methoden, mit denen du Mitarbeiter anders bewegst und beeinflussen kannst, als das bisher der Fall war. Sie sind motivierter, sie bringen mehr Leistung, sie gehen eher auf das Thema Fehler ein und finden gemeinsam mit dir die Lösung. Du lernst darin, deine Leute psychologisch positiv zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass sie einfach von sich aus gerne bereit sind, mehr Leistung zu bringen und sie sind eher bereit, Selbstverantwortung zu übernehmen. Das macht deine Führungsarbeit wesentlich einfacher und du wirst zu einer stärkeren Führungskraft. Dein Team wird begeistert eigene Ideen einbringen und mit vollem Einsatz umsetzen. Und es wird dafür sorgen, dass ihr eure Ziele gemeinsam erreicht. Komme in die Kurzberatung. Wir erörtern dort gemeinsam, wie die Interviewstrategie für dich aussehen kann und gehen schon mal konkret in die richtige Fragewelt mit dir, damit du in der Praxis sofort etwas umsetzen kannst. Klicke unten auf den Link, wähle deinen Termin in meinem Kalender. Ich freue mich auf das Gespräch.